15. Juni 2012 im Wissenschaftszentrum in Bonn. Ein bedeutender Tag für Wissenschaft und Forschung in Deutschland. In der zweiten Phase der Exzellenzinitiative fallen die Förderentscheidungen. 3 Tage lang haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über die Förderanträge der Hochschulen beraten. Erst getrennt in den Kommissionen von DFG und Wissenschaftsrat und dann gemeinsam. Heute treffen sich die Wissenschaft und die Politik zur entscheidenden Sitzung im Bewilligungsausschuss hinter verschlossenen Türen. Die Spannung ist groß. Welche Graduiertenschulen, Exzellenzcluster und Zukunftskonzepte werden in den nächsten 5 Jahren als exzellent gefördert und welche nicht? Bis in den Nachmittag hinein müssen die Medien und vor allem die Antragsteller auf die Entscheidungen warten. Dann ist die Sitzung endlich beendet. Wissenschaft und Politik verkünden gemeinsam die Ergebnisse. 59 neue Projekte haben sich dem Wettbewerb mit 84 bereits geförderten Einrichtungen gestellt. Die Konkurrenz ist hart, das Niveau überaus hoch, exzellent eben. Am Ende werden 99 Projekte und Einrichtungen an 39 Universitäten ausgewählt. Sie erhalten nun bis Ende 2017 insgesamt 2,4 Milliarden Euro. Die Exzellenzinitiative ist ein Stück Internationalisierung unseres Wissenschaftssystems. Sie macht sie international sichtbarer. Sie befördert Zusammenarbeit zwischen Universitäten und außeruniversitärer Forschung. Und sie schafft attraktive Bedingungen für junge Forscherinnen und Forscher. Eine große Dynamik für die Spitzenforschung in Deutschland, denn grundlegend neue Perspektiven finden, neue Wege gehen. In die Zukunft denken. Das wird ermöglicht durch die Freiheit des Forschens. Am Anfang steht dabei die Grundlagenforschung, elementare Basis, aus der dann Anwendungen entstehen können, die unser Leben bereichern. Wissenschaft hat nicht nur etwas mit Erkenntnisgewinn zu tun. Das ist natürlich der Kern der Wissenschaft, aber wir wollen natürlich auch Lösungen erarbeiten für gesellschaftlich relevante Probleme. Meisterleistungen der Ingenieurswissenschaften bringen uns sicher, bequem und schnell von einem Ort zum anderen und transportieren Waren durch alle Welt. Ein längeres und gesünderes Leben ermöglicht durch Medizin und Lebenswissenschaften. Ein Leben ohne Telekommunikation ist heute unvorstellbar. Informatiker verbinden Menschen rund um den ganzen Erdball. Mobilität und Energieversorgung, Klimawandel und Umweltzerstörung sind die großen Herausforderungen heute für morgen. Kultur- und Geisteswissenschaften bewahren unsere Traditionen und erneuern unser Selbstverständnis. Das Ergebnis von stetiger Grundlagenforschung sind Erkenntnisse und Technologien, die unser Leben prägen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben großen Anteil daran, dass wir heute in Deutschland zufrieden und sicher leben können. Um Spitzenwissenschaft und hervorragende Grundlagenforschung zu fördern, rufen Bund und Länder 2005 die Exzellenzinitiative ins Leben. DFG und Wissenschaftsrat übernehmen die Federführung. Aus mehr als 600 Anträgen werden in der ersten Phase 2006 und 2007 85 Projekte an 35 Universitäten in ganz Deutschland ausgewählt. Der Erfolg zeigt sich in vielen Facetten. Mit der Exzellenzinitiative haben wir viel erreicht, was die Zusammenarbeit von Universitäten und nicht-universitären Institutionen angeht. Wenn Sie in die verschiedenen Standorte hineingehen, gibt es dort fantastische Kooperationen, die vor einigen Jahren noch nicht denkbar gewesen wären. Es gibt Ausbildungsmöglichkeiten für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Es gibt viele Entwicklungsmöglichkeiten von Universitäten in ihren Profilbereichen. Und es gibt einfach fantastische Forschung. Wie sehr die Exzellenzinitiative die Forschung und die Forschungslandschaft voranbringt, zeigt sich in allen 3 Säulen der Förderung: Graduiertenschulen, Exzellenzcluster und Zukunftskonzepte. Eine Graduiertenschule fördert mit optimalen Studienbedingungen die Elite von morgen. Dazu gehören erstklassige Ausbildung und fächerübergreifende Zusammenarbeit, genauso wie Management- und Softskill-Kurse. Wir sind zusammen in Seminaren, wir haben zusammen eine Konferenz vorbereitet. Und es ist dadurch natürlich viel inspirierender, als wenn man immer nur alleine auf seine Arbeit fokussiert ist. In den Exzellenzclustern kommen hervorragende Wissenschaftler aus verschiedenen Forschungsgebieten zusammen. Konkurrenzfähige Zentren für Spitzenforschung können sich etablieren. Das Cluster hat uns sehr viele neue Möglichkeiten hier geschaffen, auch junge
Menschen, junge Wissenschaftler aus der Nation, aber auch international anziehen zu können, die hier optimale Bedingungen vorgefunden haben. Mit den Zukunftskonzepten schärfen Universitäten ihr Profil, stärken sich nachhaltig und machen damit im In- und Ausland Deutschland als Wissenschaftsstandort sichtbar. Durch die Exzellenzinitiative bieten die Universitäten verstärkt Maßnahmen zur Gleichstellung an, wie Mentorenprogramme, Dual-Career-Beratung oder Familienförderung. Wir wollen erreichen, dass Familie und Wissenschaft sich optimal verbinden lassen. Diese optimalen Bedingungen motivieren auch international bekannte Größen, wie zum Beispiel die Entwicklungsbiologin Professor Ulrike Gaul, nach Deutschland zurückzukehren. Es war natürlich eine große Entscheidung in jeder Hinsicht, nach so vielen Jahren in Amerika nochmal hierher zu kommen. Der Hauptbeweggrund war wirklich, sehr spannende Wissenschaft hier machen zu können. Die Erfolge überzeugen und die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder beschließen im Juni 2009 die Fortsetzung der Exzellenzinitiative und ihre finanzielle Aufstockung. Für die zweite Phase gibt es über 2,7 Milliarden Euro, ein Drittel mehr als für die erste. Das ist ein klares Bekenntnis von Bund und Ländern zum Schwerpunkt Bildung und Innovation und damit zur Zukunftsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland. Insofern ist das ein Durchbruch für die Wissenschafts- und Forschungslandschaft. Insgesamt gehen 227 Anträge ein. Davon werden am 2. März 2011 nach intensiven Begutachtungen und Sitzungen der Kommissionen von DFG und Wissenschaftsrat 59 neue Projekte aufgefordert, ihre ausführlichen Bewerbungen einzureichen. Sie stehen im Wettbewerb mit den Anträgen der schon geförderten Projekte. Das ist der Kern der Fortsetzung. Am 1. September 2011 liegen damit insgesamt 143 Anträge vor und gehen in die Begutachtung durch mehr als 6.000, zumeist internationale Sachverständige. Gefragt sind gute Ideen, innovative Konzepte und Instrumente, um eine Universität weiterzuentwickeln. Ich glaube, es ist eine fantastische, vielfältige Landschaft, die wir dort auf Spitzenniveau, um das nochmal zu sagen, auf Spitzenniveau fördern. Ab November 2012 werden die ausgewählten Projekte 5 Jahre lang gefördert. Für Spitzenforschung in Deutschland, die uns allen dient. Ich möchte mal ganz unbescheiden sagen, so etwas wie die Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder in Deutschland finden Sie weltweit kein zweites Mal.